Servus, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin der Peter und ja, heute geht es ja weiter mit dem Simson. Und zwar heute werde ich mal den Rahmen von dem Simson weiterbauen. Wie ihr bestimmt schon im letzten Video gesehen habt, habe ich schon angefangen, den Rahmen vorne zu bauen. Im letzten Video habe ich mir dann die Vorbereitungen gemacht, den Rest von dem Rahmen zusammenbaue, und zwar den Obergurt, Dämpfer, die Schwinge und wie ich das alles vorbereite. Und dann, ja, bleibt dran. Und wenn ihr wollt, kostenlos, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Und bleibt dran und guckt euch dieses Video an. Es ist interessant und jetzt nach und nach wird es immer besser. Und man sieht ja immer mehr, was passiert mit dem Moped und ja, wie sich die Sache entwickelt. Ja, ich werde jetzt, hoffe ich mal, ein bisschen öfters Videos rausstellen können. Also ich habe jetzt vor, jede Woche Video von dem Simson auszustellen. Jetzt die grobe Arbeit ist ja vorbei, das Schleifen, Lackieren, Vorbereiten. Und jetzt komme ich öfters halt dazu auch, weil ich das alles hier ab vor Ort machen kann. Und deswegen wird das jetzt jede Woche ein Video vom Simson rauskommen. Also bleibt dran, abonniert unseren Kanal. Viel Spaß mit diesem Video. So, jetzt geht es hier weiter mit dem Lager hier. Jetzt machen wir dann die Motorlagerhalterung und die Schacht, das mache ich jetzt rein. Und zwar wiederum mit meinem selbstgemachten Werkzeug. So, wenn es alles gut geht, dann kommt es wunderbar hier rein. Wenn es nicht gut geht, dann müssen wir das mal wieder rausholen und nochmal versuchen. So, Leute, nachdem ich da jetzt schon alles mal hier die Stände, die Hauptstände und die Fußrasten eingebaut habe, mache ich jetzt hier weiter mit dem Obergurt hier, mit der Schwinge und mit dem Bremspedal. Ja, und das habe ich mir alles schon vorher hier vorbereitet. Und die Schrauben und alles zum Verschrauben gereinigt, geputzt. Und jetzt fange ich damit an, das zusammen alles zu schrauben. Ja, und dann fangen wir einfach an mit dem Motorlager hier unten, weil wenn ich dann die zwei Motorhalterungen hier einbaue, dann komme ich nachher mit dran. Deswegen machen wir das jetzt hier zuerst. Und jetzt brauchen wir 10 Schlüssel. Und jetzt machen wir dann das Lager hier fest. Jetzt ist es schon befest. Und jetzt machen wir gleich bei den Hauptständern die Feder hier rein, dass ich dann nachher nicht mehr, dass er nicht runterfliegt. Der Motorlager ist eingebaut. Passt wunderbar. Innenringe. Neue Gummilager und die Achse ist wieder neu geschmiert und neu vorbereitet. Kurze Gewinde, lange Gewinde auf die andere Seite. So, als nächstes machen wir hier den Obergurt. Und zwar, da habe ich ja schon hier die Schrauben vorbereitet. Und hier mache ich mir mal vorübergehend die Lumpen, dass es halt nicht verkratzt. Es ist zwar hier so ein Platz, wo man das ja sowieso nicht sieht, aber es muss ja nicht verkratzen. So, jetzt kommen
zwei Fußrastehalter, ein rechts, ein links. Dazu habe ich mir auch schon Schrauben vorbereitet. Dämpfer, einmal rechts, einmal links. Und zwar, ich nehme erstmal so eine lange Schraube. Wir setzen mal dann den Halter hier dran. So, mal. Von innen nach außen. Und jetzt kommen die Dämpfer. Ich mache hier immer so lange Unterlagscheibe, so große, dass es halt nicht den Gummi rausdrückt. Punkt 1. Dann kommt noch der Auspuffhalter. Erstmal die Unterlagscheibe wieder, die große. Dann der Auspuffhalter. Und eine Unterlagscheibe und Mutter. So, ich mache jetzt hier nur kurz die Mutter dran, weil das muss sowieso nochmal befestigt werden. Und jetzt hier unten genauso die zwei große Unterlagscheiben. Dann kommt die Sache rein. Dann kommt die große Unterlagscheibe. Jetzt kommt der Dämpfer. So, und dann kommt wieder die große Unterlagscheibe. Und die Mutter. Jawohl. So, und auf die Seite. Genau das gleiche. Erstmal die lange, große und Dämpfer. Und dann nochmal große Unterlagscheibe. Und die Mutter. Genau, und unter. Gleiche Problem, einmal, zweimal Dämpfer, Unterlagscheibe und Mutter. Und jetzt, wenn wir schon dabei sind, dann mache ich hier auch gleich die Spanne, Kettenspanne. Ich mache sie jetzt gleich. Ich habe das jetzt gerade in der Hand, 13er Schlüssel, und schraube ich das da hier fest. So, einmal, zweimal. Einmal. Und hier ziehe ich noch ganz leicht an, weil das muss noch hier nachher eingestellt werden. Das brauchen wir im Moment nicht fest machen. So, jetzt machen wir den Obergurt auch noch mal fest. Ja, ich wusste, dass ich was vergessen habe. So. Dann hier die andere Seite. Einmal, zweimal, dreimal. So, jetzt passt. Vergessen. Hier haben wir auch. Aber gut, dann können wir hier jetzt auch schon festmachen. So, so wie es sieht. Das ist alles jetzt hier schon fertig. Wunderbar. Jetzt machen wir noch hier die Schrauben fest. Einmal und die andere Seite, das verstehe ich auch. Zweimal. So, das ist jetzt gefettet, deswegen sind meine Hände jetzt etwas dreckig. Aber das macht jetzt. Ich mache das mit dem
Schlagschraube, einfach eine Seite. Hier kommt noch die den Bremspedal. Die kann man hier auch schon richtig gut angefettet. Die Außenunterlagscheibe 1 und 2. Und jetzt kommt der Bremspedal hier. Den stecken wir einfach hier. Unterlagscheibe für den Ring. Das machen wir auch hier fest. Und selbstverständlich auch mit einem 13er Schlüssel fest. So, wunderbar, funktioniert hier perfekt. Ja, und das war's für den Rahmen jetzt erstmal. Und so wie ihr seht, so einfach und so schnell geht es. War ja kein großer Aufwand. Ja Leute, so wie ihr jetzt hier seht, alles wunderbar hier neu gemacht. Vor allem hier die Achse, sehr wichtig, dass es funktioniert. Neue Motorlager, die Fußrasten sind auch gerichtet. Die hintere Fußrasten sind selbstverständlich auch gemacht, geputzt, gereinigt. Die anderen Dämpfer waren kaputt, deswegen habe ich neue reingemacht. Ja, und der Obergurt gerade gebogen und hier schon fest zum Rahmen verschraubt. Ja, hier vorne, der Lager ist auch fertig. Motorlager, allerdings die Dämpfer, die Telegabel, die sind noch nicht fertig, beziehungsweise die sind fertig, vorbereitet schon zum Einbau, aber hier kommen noch Blinker. Und mein Problem ist, ich weiß nicht, wie das Original vom Werk, wenn der Simson rauskommt, wo sind die Blinker eingebaut? Sind sie hier unten oder sind sie hier oben? Meine Blinker, die muss ich noch aufarbeiten, die sind noch nicht fertig, deswegen sind sie auch noch nicht eingebaut. Aber wo sollen die jetzt hin? Hier oben oder hier unten? Wenn ihr es weiß, schreibt mal einfach in Kommentaren, so werde ich sie dann einbauen, wie es original ist. Das war's jetzt schon wieder mit diesem Video. Rahmen ist schon komplett aufgebaut. Ja, als nächstes werde ich mich hier mit der Herzkaste beschäftigen. Und die muss erstmal richtig aufarbeiten werden. Also bleibt dran. Schaut euch mal die nächsten Videos auch an, weil das wird jetzt wirklich interessant, wie ich die noch Teile, die ich noch retten will oder kann, wie ich sie dann mal wieder neu aufbauen würde. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren selbstverständlich kostenlos. Und ja, und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.